In dem Industriegebiet Bayernstraße im Gewerbegebiet Hohweg ist der Leon Fight Club 12 beheimatet. Die alten Strukturen der Halle wurden umgebaut und herausgekommen ist ein moderner Standort eines Kampfsportclubs, aus der wir heute die Sportart Thai-Boxen vorstellen wollen. Bis zu 5-mal die Woche können hier die Mitglieder ab 18 Uhr verschiedene Kampfsportarten ausüben und erlernen. Bei unserem Besuch an einem Mittwoch nahmen 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an dem Trainingsabend teil, der vom Trainer und Inhaber Ferhat Söhnmetz geleitet wird. Zunächst steht die Begrüßung an. Bevor die Gruppen sportartmäßig speziell trainieren, steht ein längeres Aufwärmprogramm auf dem Plan, das natürlich Seilspringen beinhaltet. Hier sehen wir das erste Mal Konrad, den wir noch mehrfach in seinem grünen T-Shirt beobachten werden. Im Leon Fight Club trainieren Jungen und Mädchen zusammen, um gegenseitig voneinander zu lernen. Immer wieder gibt Ferhat Kommandos, die Taktzahl beim Springen zu erhöhen. Natürlich gehören auch die allseits ungeliebten Liegestütze zum Aufwärmprogramm, aber hier scheint es den Teilnehmern Spaß zu machen. Dann wird auf der Stelle gelaufen oder Schatten geboxt. Beim Rundenlaufen in der kleinen Halle werden auch schon für den Kampfsport ungewöhnliche Begrenzungen vom Trainer Reinhard Luca aufgebaut. Mit Ernst Struckmann ist sogar noch ein dritter Trainer an jedem Trainingsabend dabei. So wird gewährleistet, dass alle Trainierenden optimal gefördert werden und nichts dem Trainerteam entgeht. Nach der Laufeinheit steht als nächstes das Dehnen an. Dies wird natürlich von Ferhat vorgemacht. Bevor die Kämpfer ihrer Sportart zugeordnet werden, gibt es Krumpfbeugen mit Kampfhaltung zu sehen, um den Treffern des Gegners später ausweichen zu können. Hier sehen wir Konrad bei den Vorbereitungen zum Thai-Boxen zu. Neben den Boxhandschuhen gehört ein Kopfschutz gerade bei jugendlichen Kämpfern dazu. Und dann ging es für ihn ab in den Ring. Für jeden Trainingsteilnehmer geht es dann in den Ring. Hierbei werden unter der Beobachtung der Trainer neue Abläufe trainiert. Ernst Struckmann hat jederzeit die Möglichkeit, den Einsatz der Schläge und Tritte zu korrigieren, braucht aber hier nicht einzugreifen. Auch wenn man nicht im Ring ist, heißt es beim Thai-Boxen, ständig in Bewegung zu sein und die einzelnen Bewegungen zu üben. Auch die Beinarbeit ist beim Thai-Boxen sehr wichtig. Diese beiden Jugendlichen üben gerade speziell den Low- und High-Kick. Wer keinen Gegner hat, kann diese Übung auch am Sandsack ausführen. Auf die Kombination kommt es an. Der Einsatz im Kampf kann den Sieg bedeuten. Hier sehen wir zwei erfahrene Kämpfer, die schon an mehreren Wettbewerben teilgenommen haben. Die Ausführungen der Bewegungen sind schon deutlich geübter und sicherer. Ist der Bewegungsablauf trainiert, wurde nun die Ausdauer und Kraft der ausgeführten Tritte und Schläge mit Ferhat mit den Pratzen geübt. Der Trainer gab hier die Stellen vor, an denen getroffen werden muss. Und schon ist der nächste im Ring. Jeder einzelne Trainingsteilnehmer bekommt seine Zeit mit dem Trainer, um das Gelernte zu perfektionieren. Ferhat geht hierbei auf den jeweiligen Trainingsstand seiner Schützlinge ein. Beim Thai-Boxen kommt es nicht nur auf Größe, Alter und Gewicht an, sondern auch die kleinen, talentierten und disziplinierten Kämpfer können ganz groß herauskommen. Während einer kurzen Trinkpause befragte Inge Haberland einige Mitglieder des Clubs. Die erste Frage war, warum sie gerade hier die Sportart Thai-Boxen ausüben. Aus Hobby, weil viele von meinen Freunden, wenn die kein Hobby haben, die kommen auf dumme Gedanken. Und hier habe ich Freizeit, kann ich meine Freizeit hier investieren, 5-mal die Woche. Was ist das Besondere an diesem Club? Das Besondere an dem Club sind als erstes mal die Trainer, die sich wirklich für einen unterstützen. Man wird hier nicht allein gelassen. Auch die Mitschüler, die Mittrainierenden. Wir sind wie gesagt wie eine kleine Familie. Wir haben erstmal die besten Trainer. Für mich sind das die besten Trainer, die es gibt. Und hier sind wir alle, Freunde, Brüder, also wir sind die Geschwister, so wie eine Familie. Hier sind die Trainer ganz nett, die sind... Und hier hast du Freunde und das ist fast so wie meine zweite Familie. Wo ich hier zum ersten Mal hingekommen bin, habe ich mich geschämt, mit Jungs zu trainieren und so. Aber das ist gar nicht so. Wir sind hier so wie eine Familie. Man hat hier Freunde, man denkt, man schätzt sich runter, aber das braucht man hier gar nicht. Ich habe das gesehen im Internet und Dings, wie heißt, ich habe, meine Oma hat mir das auch geraten. Und wir haben einen ganz netten Trainer hier und das ist gut. Wie mir scheint, wird hier Integration großgeschrieben und gelebt. Also kommen auch Sie in den Hohweg 1a und machen Sie einmal mit.
Ich komme da gar nicht gegen an. Wie sich für den Leon Fight Club gehört, die große Familie ist natürlich auch alle hier mit, sind auch alle mit hier ins Studio gekommen. Nämlich die Familie ist wirklich hier ins Studio gekommen und fährt und die hochgelobten Lehrer und Meister sozusagen, ihr seid vor die Kamera gekommen. Vielen Dank, dass ihr uns den Einblick gewährt habt schon mal vorab und wir wollen noch mal auf euren Verein kommen, Pferd. Seit wann gibt es den Verein und was bietet er mir? Den Verein gibt es seit 5 Jahren. Wir bieten Muay Thai, also Thai-Boxen, Kickboxen und Boxen und auch Taekwondo. Ernst, du stehst da auch mit drin. Was ist für dich das Besondere an diesem Club? Dich als Trainer sozusagen. Also das Besondere an dem Club ist, wir haben also viele Nationen bei uns in dem Club. Die jüngste Boxerin ist 5 Jahre alt. Und nach oben hin keine Grenze und wir versuchen unsere Boxer dazu hin zu erziehen, dass eben halt das, was sie als Sport erlernen, nicht auf der Straße anwenden, sondern alles, dass es jetzt im Club bleibt und eben halt gute Disziplin und die Integration. Ne? Wir haben also, wie gesagt, viele Nationen und kommen alle bestens miteinander klar. Ja, wir waren mit der Kamera dabei, das finde ich beeindruckend. Wir sind da gewesen. Jeder, der reingekommen ist, ist zu euch beiden erstmal gekommen, hat Shake-Hands gemacht, hat sich beim Trainer angemeldet. Ja. Und Ferhat, ihr habt auch ihr versucht, dem wirklich Vereinsweisen auch beizubringen. Also wie macht ihr das, um euch auch den Respekt zu bekommen? Wir versuchen durch den Sport den Respekt, also die Leute, dass die Zusammenhaltung und durch den Sport wollen wir, dass die Leute beibringen, dass die auch. Aber ihr macht das auch mit viel Einsatz und viel Willen dahinter, auch ehrenamtliche Sachen. Ernst, wenn jetzt zum Beispiel Wettkämpfe anstehen, wie finanziert sich das alles? Wir sind mit 3 Trainer. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt also, es kriegt keiner von uns ein Trainergehalt. Und wenn Wettkämpfe anstehen, dann ist Ferhat meistens der Fahrer, der hat den Bus dafür. Und Rainer ist dann als 3. Trainer mit dabei am Ring und auch bei dem Aufwärmtraining. Und Wie finanziert ihr das Ganze? Die finanziert, also das geht erst, wir haben durch die Mitglieder, also weil wir auch Mitgliedsbeiträge und ja, wir arbeiten auch. Mhm. Und was dann so minus bleibt, dann steckt man auch ein bisschen da rein. Also Sponsoren sind immer gesucht? Es ist ganz traurig. Wir haben so viele Sponsoren schon auf Papier gehabt, die also uns Gelder spenden wollten. Die wollten uns eine neue Ringmatte bezahlen etc. Und es ist nichts rübergekommen. Also wenn wir nicht selber ein bisschen aktiv wären, ne, und auch mal selber auch ein bisschen was locker machen würden, dann würde unser Verein vielleicht heute keinen Bestand mehr haben. Ne? Eigentlich schade, weil, wie schon gesagt, und ihr habt natürlich auch einige Erfolge zu verweisen. Also Ferhat, kannst du erzählen, was ihr schon alles errungen habt? Nur dieses Jahr haben wir also 11 Titel geholt, 11 Titel im Boxen. Boah. Ja, also das hat keiner geschafft, dieses Jahr in Bremen im Boxen die Titel zu holen. Wir haben den 11 Titel geholt. Das heißt, ihr geht auch wirklich, wenn jetzt jemand da wirklich engagiert ist, da geht ihr auch wirklich speziell den Sportler auf den ein und sagt, jetzt bringen wir dich nach vorne? Ja, natürlich. Ja. Dann, also gerade wo wir sehen, da ist Talent da, die Mädchen und Jungs, die werden natürlich besonders gefördert von uns. Das heißt also, da ist dann wirklich ein Trainer abgestellt und kümmert sich um die Sportler, damit die dann auch am Ende siegreich oder den Sieg nach Hause bringen. Ne? Wir haben jetzt eben gesehen, wir haben ganz viele verschiedene Altersklassen, aber auch die verschiedenen Sportarten. Wie ist das bei euch aufgegliedert? Kann ich zu bestimmten Zeiten kommen oder wann? Bei uns, also wir haben Kindergruppe und dann haben wir Erwachsenengruppe jeden Tag, Montag bis Freitag. Mhm. Die Kindergruppe ist immer ab 5 Uhr, es geht bis 6, also 5 17 Uhr bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr und dann kommen die Erwachsenen, 6:30, also 18.30 Uhr bis 20 Uhr, ab 5 Jahre Kinder. Und dann danach kommen die Erwachsenen und die Erwachsenen. Und die können jeden Tag trainieren, kommen jeden Tag, Montag bis Freitag. Ja. Und am Wochenende stehen dann Wettkämpfe an? Wochenende sind meistens auch Wettkämpfe. Genau. Dann sind wir auch dabei. Woher nehmt ihr die Motivation? Die Motivation macht uns Spaß, die Jugendlichen was zu beibringen, weil wir machen auch das Sport, wir beide, alle drei, Ernst und Rainer. Weil wir machen als Hobby und als Sport. Also Wir sehen ja, wie gut das bei den Jungs und bei den Mädchen und Jungs ankommt. Mhm. Und das motiviert uns natürlich. Und da sind wir natürlich unwahrscheinlich happy, wenn wir dann sehen, wie unsere Sportlerinnen und Sportler, wie die dann mit diesem Sport wachsen. Ne?
Wir hören dann auch von den einzelnen Sportlern, dass eben halt die Disziplin auch an den Schulen schon viel besser geworden ist, dass der früher vielleicht mal der eine oder andere schon mal jemand verhauen hat und das bleibt jetzt alles. Weil wir machen schon, also nicht nur da, wie für uns, unsere Mitglieder, die Sportler, uns interessiert auch, wie es zu Hause in der Schule, wie auf der Straße ist, also wir kümmern uns. Also das ist wirklich die gesagte Integration und der Einsatz. Also ja. Es ist nicht nur irgendwie, wir gehen jetzt zum Sport und, ja, genau, und prügeln uns, sondern es geht das Ganze darum herum. Also, genau, weil wir uns interessiert auch von uns bis zu Hause, auch die Schule. Ja, natürlich. Die Schule sind. Ja. Und natürlich, wir arbeiten eigentlich auch mit den Polizei im Walle, aber die haben meistens auch jetzt keine Zeit. Mhm. Wir werden auch mehr mit den Schulen auch arbeiten. Also ich finde das eine riesenklasse Sache und ich kann nur den Hut vor euch beiden ziehen, mit wie viel Engagement ihr dabei seid. Wir werden euch weiterhin auf dem Zettel haben. Es ist nur traurig, dass die Medien uns überhaupt nicht berücksichtigen. Das heißt, bis jetzt sind nur türkische Zeitungen bei uns gewesen, die von uns geschrieben haben. Und ihr jetzt als Bremer Sport TV-Kanal. Und sonst, die anderen versprechen immer alle, ja, wir kommen vorbei, wir machen was und es passiert nichts. Vielleicht haben wir jetzt schon mal was gerissen sozusagen für euch. Ja, das wäre ganz klasse. Wir wünschen euch noch ganz viel Erfolg und wir werden euch weiterhin mit der Kamera begleiten, auch mal wieder vorbeischauen, sagt mal Bescheid, wenn ihr was habt. Danke und ja, wir bedanken uns, genau, dass wir hier sein durften. Wir haben noch, ihr habt noch am 12. Am 15.12. 15.12. habt ihr eine Fight Guy. Veranstaltung bei uns, dass auch wieder jeder herzlich willkommen. Und dann machen wir auch dann von uns mal die Titel. Und für also, Kaffee und Kuchen ist auch gesund. Alles klar. Also die Familie steht offen, die Türen stehen offen zur Familie. Guckt euch das einfach mal an zum Trainieren oder geht zur Fight Gala am 15.12. Vielen Dank, dass ihr da seid. Unsere Zeit ist leider schon vorbei. Danke. Wir danken.